Willkommen, liebe Freunde, zu einer Geschichtsstunde von Siegfried. Denn er hat mal wieder ein bisschen Monolog vor, so wie es aussieht. Diese Krieger, welche halborganisch, die halborganische, halbmaschinelle Struktur bekommen haben. Oder akzeptieren, sagen wir so, haben unendliche Macht und ein schier unendliches Leben. Okay. All ihre Angst, all ihre Sorgen, all ihre Schwächen in ihren Herzen wurden in ihren harten, kalten Stahlkörpern eingeschlossen. Okay. Genau in diesem Moment bekommen oder werden diese Krieger eine Entität, welche den Neo-Sapiens... Was zur Hölle sind eigentlich Neo-Sapiens? Übertreffen. Okay. Vielen Dank für diese nette Einschätzung. Dämonen? Ja, was ist mit ihnen? Ich hab nur drüber nachgedacht, wie die Dämonen und Drachen aus den Sagen die gleichen Merkmale aufweisen, was mechanische Körper angeht. Ja, zusätzlich zu ihren halborganischen und halbmechanischen Strukturen besitzen sie auch vernichtende, zerstörerische Kräfte, die nach heutigen Standards ziemlich unglaublich sind. Aber trotzdem. Ich weiß. Egal wie stark sie waren nicht so mächtig, dass sie bis zum heutigen Tage überleben. Oder überlebten. Ja, das ist wohl richtig. Alles geht irgendwann mal den Bach runter, glaube ich. Glaubt ihr mir, dass ich jetzt total den Faden verloren habe, was ich eigentlich machen wollte hier? Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich will, ich weiß nicht, warum ich bin. Was haben wir hier? Basilisken haben wir. Und Vögel. Ich möchte tatsächlich gerne als erstes die Vögel aus dem Leben boxen, weil... Lästig! Ja, genau deswegen. Ich hasse sie. So, weg mit ihr. Okay, diese Typen können vergiften. Das ist mal was anderes, als standardmäßig immer nur zu versteinern. Wow, Alter. Cliff ist ein Mega-Powerhouse. Bam, 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 bam. Ja, das war auch nicht schlecht. Ah, mal gucken, was diese Basilisken sonst noch drauf haben. Gar nichts. Okay. Bronze-Powder. Ach ja, sie können uns doch versteinern in gewisser Hinsicht. Aber... Ha, alles kein Problem für den guten Cliff-O-Raymer. So, gut, dass ich ein bisschen Medizin eingeboxt habe. Bronze ist nach dem Kampf verschwunden. Das ist schön. Ja gut, ich war ja auch noch nicht. Bronzifiziert? Nennt man das dann so? Anstatt... Steinifiziert? Ich weiß es nicht. Muss das jetzt sein? Nein, muss es nicht. Ich möchte hier rein. Und es gibt wieder mal eine Cutscene. Genau wie wir es hier erleben, wurden mehrere Drachenfossile an verschiedenen Orten ausgegraben. Die mithalfen, die Technologie auf den heutigen Stand zu bringen. Hier ist ein interessanter Fakt. Okay. Von allen Fossilen, die ausgegraben wurden, es wurden nie einzelne Eier oder Larven oder irgendwas in dieser Richtung entdeckt. Was heißt das dann? Dass es man-made ist? Naja, es ist nichts dabei. Und da ist nichts mehr an der Sache dran. Drachen tun sich weder weiterentwickeln noch wachsen sie. Sie existieren einfach in dem evolutionären Standard, wie man sie kennt. Evolutionärer Standard? Du meinst, sie werden in ihre finale oder ultimative Form geboren? Ja, klar. Nein, sie werden erschaffen, glaube ich. Ja. So kann man es einerseits interpretieren. Aber da steckt ein bisschen mehr dahinter. Tatsächlich. Okay, anscheinend ist es wichtig, was wir hier tun. Diese Krieger, welche mit einer kompletten Seele und einem kompletten Körper ausgestattet sind, wurden sowohl von den Neo-Sapiens als auch Dämonen gefürchtet. Doch diese Krieger erfreuten sich an ihrer Angst. Oder an deren Angst.
Das allein belegte, dass sie mächtige, wie mächtig sie sind und dass sie, ja, Überwesen sind. Okay. Doch wie auch immer, diese Evolution der Macht ist nicht von langer Dauer gewesen und ist irgendwann zu einem Ende gekommen, indem sie ihr unmittelbares Ende realisierten. Haben diese Krieger ihren eigenen Mutterplaneten mit auf den Weg in den Untergang genommen. Und so ist dieser Planet Terra, wo wir gelebt und gekämpft haben, in Flammen aufgegangen. Okay, ist das jetzt auch irgendwie eine Anspielung auf Lord Blazer oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Es könnte auch sein, dass diese Geschichte jetzt komplett aus dem Hintern gezogen worden ist von den Entwicklern. Okay, wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen, und müssen uns wahrscheinlich demnächst noch ein bisschen mehr Geblubber anhören. So, einmal, zweimal und... Oh, der Potion Berry, sehr schön. I will take it. So, ansonsten gibt es hier wahrscheinlich nichts mehr. Nö. Ist relativ straightforward, der Dungeon bis jetzt. Aber gut, das waren ja die meisten bis jetzt. Was haben wir? Nein. Wir machen das anders. Wir werden jetzt gleich mal in die Vollen gehen hier, würde ich sagen. Und diese Viecher sind lästig. Crit? Kein Crit, schade. Okay, und ich sollte anfangen, Gatling auf andere Gegner zu benutzen, als auf den Jet vorher angreift, weil das bringt nichts. Okay, sie machen alle dreimal gar nichts. Das ist nice, glaube ich. Gallows, du enttäuscht mich. Der Schaden ist nicht gut. Ha, der Schaden ist gut. Okay, der Rest kann sterben. Einfach nur sterben. Yay. Ach, jetzt fangen sie an zum Klauen an. Ich hasse diesen Film. Gallows, what's up, man? Why is your damage so fucking unepic, Alter? Hier, nimm den Beispiel an Cliff. Okay, Medizin hinterher schmeißen. Bam, weiter geht's. Ich denke, wir werden nicht allzu viel erleben hier in diesem Dungeon. Auch hier ist der Schalter. Außer Cutscenes über Cutscenes. Also, bis jetzt zumindest. Ja, sag ich doch. Es ist unwichtig, wie stark du bist. Einer, der in den Kampf geboren wird, stirbt auch eventuell im Kampf. Diese Drachen existierten sowohl als Kampfmaschinen als auch als organische Lebensformen. Was haben sie uns gebracht? Was haben sie uns hinterlassen? Fossilien? Öl? Suppe? Viele Krieger sind vernichtet. Doch wie auch immer, die Stolzen werden... Die mit dem größten Stolz ersehnen sich nicht den ewigen Schlaf. Sie haben ihren Mutterplaneten hinter sich gelassen und eine Welt in einer anderen Dimension invasiert, genau. Genau. Übernommen. Sind in diese Welt eingefallen, mein Gott, indem sie unzählige Kämpfe bestritten. Es gab mal eine Zeit, wo wir für die Kontrolle und die Herrschaft über das antike Filgaia gekämpft haben. Doch es wurde sich uns widersetzt. Verwundet wurden wir und vernichtet, fast zum Punkt der Auslöschung. Doch immer noch dürsten wir nach dem Kampf. Unsere Vernichtung war nur kurz von Weiler Dauer. Ach nein, war unabwendbar, so. Also haben wir Daten von unserem gesamten Wissen, unsere Erinnerung, unseren Personalien in der Hyades-Bibliothek hinterlassen, sodass wir eines Tages von den Toten wieder auferstehen konnten, auf diesen Planeten zurückkehren konnten, um wieder über die Herrschaft zu kämpfen. Okay. Ist das alles, was ihr Dämonen im Kopf habt? Weltherrschaft, Vernichtung, Auslöschung, Dummheit. Okay, dann werde ich diesen Kampf jetzt mal skippen. Ich habe gerade keinen Bock auf euch und werde mal gucken, was uns denn hier weiter vorne erwartet. Ja, ich kann eigentlich relativ wenig machen. Oh, Radical Sneakers. Ja, und wieder ein Hinterhalt.
Boah, Junge, ich hasse diesen. Was haben die alle mit Jet, Alter? Warum wird der Typ jetzt in jedem verfickten vierten Kampf also in so einen fucking Hinterhalt gelockt? Wow, ich habe 4 Runden Zeit. Ich hoffe, das stackt nicht. Nein, tut es nicht. Okay. Schön, ich habe 4 Runden Zeit, bis mich einer errettet. Fisch im Arsch habt ihr hier. Lästig, diese Kämpfe. Lästig. Warum sind die jetzt auf einmal schneller wie ich? So, ich habe Accelerator eingesetzt. Wow. So, einer down. Wer will noch? Wer will? Wer will? Gott, seid ihr Viecher lästig, Alter. Ich hasse dieses Feature in diesem Spiel. Dass du ein okay, das gab es im zweiten Teil auch, ich weiß, aber... Da ist es vielleicht 10-mal hochgekommen, wenn ich nicht. Warum macht er jetzt gar keinen Schaden mehr bei dir? Yay, meine Comrades sind da. Sehr schön. So, dann können wir mal richtig auf den Putz hauen hier, würde ich sagen. Ja, hau mal rein hier. Da trifft ja gar nichts mehr, der Typ. Bim, bim. Hä? Was ist denn jetzt kaputt hier? Yay. Habt ihr sonst noch was? Könnt ihr sonst noch was außer mich vergiften? Und in Bronzefiguren verwandeln, hä? Habt ihr sonst noch was auf dem Kasten? Ah, wow. Ja, Jet ist kampfunfähig, das ist super. Whatever shall I do? Shall I do? Shall I do? Ich weiß es nicht. Jawohl, Alter. Uah. Holy shit, Alter. Ich wüsste nicht, was ich ohne Cliff in diesem Spiel machen sollte. Ah. Thank you, Gallows. Thank you. Ich gebe Fick auf diese Kiste. Meine Fresse, Alter. So. Darf ich vielleicht jetzt mal gucken, was für geiles neues Item ich habe? Moment mal kurz. Ich muss mal kurz unter Personal Skills. Du machst mal Status-Worte. Ich weiß nicht, warum du das eigentlich nicht ausgerüstet hast. So. Wir haben tatsächlich... Okay, Glass. Glass ist uninteressant tatsächlich für mich. Hier kann ich noch was reinhauen, ja. Und... Resistance to Fallen. Okay. Wir werden sie mal geben. Status Guard Initiative werden wir ihm geben. Und Counter. Ich bin tatsächlich gerade am überlegen, ob ich diese ganzen Sachen nicht, Nee, Gallows war ich. Ob ich Galeclaw ihm hier gebe. Weil dann ist er nämlich auch mal ein bisschen schneller. So, wisst ihr. So, was haben wir jetzt bei dir? Status Ward, dann machen wir noch SOS Guard, Light Ward. Na, wisst ihr was, wir machen einfach alles. So. Jet könnte, genau, Jet möchte Counter-Attack, Disarm möchte er gerne auch haben. Ja, das sollte erstmal gut sein. So, wir haben neue Stiefeletten und damit auch das letzte. Okay, wir können also hüpfen. Ja, super. Kann ich mich auch bewegen, wenn ich hüpfe? Nein. Doch, kann ich. Ah, das sind Sprungplatten, ich verstehe. Schalter an! Hä? Oh, ich hab. Achso, ich hab gerade die. Ja. Ich hab gerade die scheiß. Zündung aktiviert. Zündung aktiviert. Wir haben 20 Minuten, bis die Detonation eintritt. Lasst uns den schnellsten Weg zurücknehmen. Yay! Darf ich euch mal was sagen? 20 Minuten hört sich verdammt lange an. So, der schnellste Weg zurück ist wahrscheinlich über diese Druckplatten. Ich glaube, arg viel mehr gibt es in diesem Dungeon eigentlich auch gar nicht. Haha! Was natürlich ziemlich nice wäre. Aber ich könnte tatsächlich hier hoch und gucken, wo mich dieser bescheidene Weg hinführt. Ha! War ich hier schon? Nö, war ich nicht. Okay. Gucken mal, wo wir hier... Doch, das war eine Abkürzung. Jetzt, das war eine Abkürzung. Ich habe keine Ahnung, ob ich alles in diesen Dungeon eingesammelt habe. Aber ehrlich gesagt, ist es mir auch egal.
Hauptsache, ich habe die Radical Shoes, die radikalen Schuhe, Springerstiefel oder was? Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Ist da oben was? Nö. Ich bin gerade verwirrt, wo es lang geht, aber ich glaube hier entlang. Ja, das sieht gut aus. Okay, das hat nicht mal 2 Minuten habe ich gebraucht, um hier rauszukommen. Also ich bin ja noch nicht draußen, aber ihr wisst, was ich meine. Hubala. Okay, ich bin draußen. Die Zeitbombe wurde aktiviert. Es gibt nicht viel Zeit. Wir müssen hier sofort verschwinden. Hinter euch! Renn in Sicherheit, wir kümmern uns drum. Oh, ein Boss. Ja, okay. Vielleicht sind die 20 Minuten doch nicht so. Ach du Scheiße, auch noch so ein Viech. Ja, okay. Dieses Viech ist lästig, weil es eine ganz bestimmte Eigenschaft hat. Und diese Eigenschaft wäre, wir können ihn nicht immer treffen. Wir machen mal, weil der Typ ist völlig unempfänglich, glaube ich, gegen physische Angriffe, glaube ich. Und er hat eine Art Schutzschild. Ich habe offscreen gegen so ein ähnliches Viech auf der World Map gekämpft und es hat ein Schutzschild. Jetzt ist es zu. Und wenn es offen ist, ja, ist es offen, ne? Und dann können wir, glaube ich, auch physisch schaden, soweit ich weiß. Wow, das hat ja echt was gebracht jetzt. Evil Gaze. Okay. Was kann das? Paralyse, ich pack's nicht. Willst du mich verarschen, Junge? Okay. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob Feuer was ihm ausmacht. Beziehungsweise, Moment, wir machen mal. Wer hat. Auch du hast Devastate. Okay, wir probieren mal Devastate. Pixie Dust, gut, dass ich einige davon gekauft habe. Was du machst, ich habe keine Ahnung. Petrify vielleicht. Was steht da? Hat Angst vor was? Vielleicht auch empfänglich nur gegen Licht, das kann natürlich auch sein. Habe ich die Lucky Card schon eingesetzt? Ich glaube schon, ne? Cool. Mal gucken, was Petrify anrichtet. Gar nichts. Was zur Hölle? Ja, und der kontert jedes Mal mit Evil Gaze. Oh. Wow, 13 Schadenspunkte. Das Interessante an diesem Kampf, das Interessante an diesem Gegner ist eher gesagt, es steht im Walkthrough, dass man. Er hat Angst vor Eis. Er hat Angst vor Licht. Okay. Da steht, dass wir ihn mit Elementangriffen angreifen sollen. Das war's. Danke, Spiel. Danke, Walkthrough, eher gesagt. Ja, das hat gar nichts gebracht. Oh, doch, er ist offen. Er war offen. What? War er nicht gerade offen? Okay. Okay. Okay, wir probieren es gerade mal nochmal. Wir machen mal Decelerate auf ihn und du machst nochmal Spectre. Ja, der hat Angst vor Licht, steht da. Das ist schön, wenn er Angst vor Licht hat, aber das bringt mir halt nichts. Natürlich macht das auf Gallows. Och, Alter. Okay, wir werden jetzt mal kurz Gallows Flashy wegnehmen. Und ihr geben. Du kriegst mal Moonspark. Ich brauch Spectre bei ihr. So. Du gibst dem guten Gallows nochmal eine Pixie Dust. Yeah, ich hab's kapiert, dass er Angst vor Licht hat. Aber es bringt nichts. Ich mache ihm keinen Schaden. Oh, Leute. Leute, und die Zeit verrinnt. Jetzt ist er wieder offen, komischerweise. Bleibt er denn auch offen, oder? Cockytus. Okay, ich glaube, ich verstehe diesen Kampf langsam. Also, wir müssen Spectre in der ersten Runde machen. Dann können wir, glaube ich, ihm Schaden zufügen. Kann das sein? Ja gut, langsam ist der Typ ja eigentlich schon von. Na, warum? Oh, ich bin doch dumm, Alter. Ich mache Excel. Oh, es hat Schaden gemacht. Okay. Ist das ein lästiges Viech? Wenn ich das am Anfang der Runde mache, dann öffnet er sich. Ja, okay. Dann kann ich ihn danach angreifen. Ist, wie sich's gehört. Ich verstehe. Ich verstehe. Und der Schaden ist ganz ordentlich, den der Typ hier fabriziert. So. BM 416.
Ja, okay, ich verstehe den Kampf. Wir werden Lock On, du machst Spectre. Dann werden wir mal angreifen. Wir hatten jetzt schon wieder. Och Leute, okay, ja. Ich glaube, Ding hat Valiant, ne? Ja, toll. Ich habe genau mit der Person Valiant, wo ich es eigentlich gar nicht gebrauchen kann im Moment. Was mache ich denn jetzt hier? Log on. Spectre. Angriff und. Ja, Angriff, ne? Ja, genau. Sobald Virginia als erstes drankommt, ist der Kampf kein Problem. So, jetzt öffnet er sich wieder und ich kann ihn richtig in die Fresse bolzen. 367. Macht er schon wieder Cockytus, das macht sehr viel Schaden, muss ich sagen. Oh ja. Aber es ist zum Glück kein Konter von ihm. Bäm, Alter. Doch, das war's schon. Okay. Ja, wenn man den Kampf verstanden hat, dann ist er gar kein Problem, ne? Wow, Alter, seht euch das an. Wir kriegen 9000 Erfahrungspunkte. Mit der Jella Card 18000 Erfahrungspunkte. Wir sind annähernd auf Level 40. Das freut mir. Haben wir es geschafft? Ich bin auf diese Welt ein weiteres Mal hinabgestiegen, sodass ich für einen Planet kämpfen kann, wo ich existieren kann. Wie auch immer, ist das euer wahres Begehr? Wünscht ihr den ewigen Schlaf? Nein! Wir haben unsere Arbeit noch nicht vollendet. Ich muss meine Erinnerung behalten. Ich wünsche mir, wiedergeboren zu werden. Noch schöner und mächtiger. Was wir sehen und was wir uns ersehnen, ist ein kompletter Körper, ein Geist. Wir möchten unsere Kräfte übertreffen, die von Biestern und die Weisheit von Menschen übertreffen. Wir möchten Überwesen werden und so. Ich habe hier körperliche Blaupausen meiner Gefolgsleute, Dämonen. Sobald sie frei sind, werden sie sofort damit anfangen, eure Körper zu verschlingen und euren Geist zu reinigen und euch kontrollieren. Doch wie auch immer, sollte euer Geist obsiegen, werdet ihr meine drei Follower werden. Dann gibt es eine Chance für Läuterung von euch. Ihr habt große Ambitionen in meinen Gunsten bewiesen. Möchtet ihr weiterleben und das Leben eines gefürchteten und berüchtigten Dämons führen? Ich will. What? Ja, ich will. Wir alle wollen dich heiraten. So sei es. Als Dämonen sollt ihr gebrandmarkt werden, ihr Überwesen. Ach du Scheiße. Wisst ihr, was das heißt? Genau. Wir werden diese drei noch weiter an der Backe haben. Oh, es scheint funktioniert zu haben. Wir hatten doch noch eine Viertelstunde. Wir hätten noch Kaffee trinken können und... Was ist jetzt? Gerlos, was war das? Ich habe dieses Gefühl schon mal gehabt. Ja, es ist ähnlich wie die Angst der Medien. Genau. So wie das Eternal Sparkle... die Macht der Dämonen angenommen hat. Ich hasse es zuzugeben, aber alle Voraussagungen oder Hinweise, die ich gemacht habe, es ist immer was Schlimmes passiert. Komm endlich zum Punkt, was war das? Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Wir müssen uns wohl wieder auf Granny verlassen. Tch, geht schon wieder was ab hier? Gib mir eine Pause. Bevor wir uns neuen Ärger einhandeln, sollten wir unsere Belohnung von der Arche des Schicksals abholen. Ja, Jet hat sich natürlich nicht verändert. Ihm ist eigentlich relativ vieles egal. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Anscheinend haben wir es mit neuen, übermächtigen Gegnern zu tun, wie es aussieht. Wer hätte es gedacht? Alter, und ich habe über 100.000 Geller, Alter.
bin superreich hier. Du kannst mir jetzt mal am Arsch lecken. Schnell! Schnell! Ich hätte gerne meine Belohnung. Ich hoffe, sie taugt auch was. Ah, Moment, bevor ich die Belohnung abheimse. Haha! Ich kann ja jetzt hier radikal mich in die Luft befördern lassen. Was stehst denn du jetzt hier rum? Gibt's hier was, oder? So, jetzt möchte ich nämlich nochmal gucken, ob ich vielleicht jetzt eventuell an diese ganzen Schatzkisten drankomme, die ich das letzte Mal nicht mir anglotzen konnte. Autsch. Ja, okay, das hat eh nichts gebracht, da waren wir ja schon. Da hinten war nur diese komische Statue oder was auch immer. Ja, geil. Was haben wir hier? Duplikator. Thank you. Ich werde ihn mit Freuden annehmen. So, und ich glaube, jetzt wäre es dann tatsächlich auch Zeit, dass ich vielleicht diese anderen beiden Türen öffne, denn ich habe ja 5 von diesen Dingern wieder. Obwohl, hier brauche ich schon wieder irgendeine andere Fähigkeit, um weiterzukommen. Ich verstehe. Dann gucken wir uns mal diesen Raum an. Naja, hier könnte ich eventuell bamsen. Sehr schön. Und? Name Tag mal 2. Ja, geil, Alter. Ich finde es irgendwie paradox, aber diese Duplikatoren, die man hier anwendet, die sind so fucking selten, ja. Und ich krieg Name Tags für den Scheiß. Was soll denn der Dreck? Da hätte ich lieber den Duplikator behalten für schlechte Tage. Weil die Name Tags, die... Entschuldigung, aber warum sollte ich meinen Namen ändern? Das ist einfach Bullshit, ne? Also, für mich zumindest. Für andere vielleicht nicht, aber für mich. So. Gib mir meine Belohnung, Obermessias. Aha. Ah. Okay. Mit wem muss ich reden, um meine Belohnung zu bekommen? Hallo? Ich dachte, ich muss mit dir quatschen. Wer hat mir den Auftrag gegeben? Bist du das? Habt ihr von einem Drachen gehört? Nee, hab ich nicht. Zumindest von keinem bestimmten. Hallo, wer hat meine Belohnung? Okay. Hier drin? Nö. Hä? Ich muss mit irgendjemandem quatschen, ja, aber mit wem? Mit irgendeiner Lady heißt es. Du vielleicht? Ja, ich weiß, Bücher lesen macht so viel Spaß. Nein, guck lieber Let's Plays an, das ist viel gescheiter. Muss ich mit dir quatschen? Warum stehst du randommäßig einfach hier im Flur, Alter? Ich habe die Vernichtung des Minenschaftes bestätigt. Hier ist das Preisgeld, beziehungsweise die Belohnung. Ja, wir kriegen 15.000 Geller. Nice. So. Das ist eigentlich alles, was ich hier tun wollte. Wir sehen uns ab dem nächsten Part wieder, wenn wir Granny besuchen. Und dann werden wir mal sehen, was sie uns erzählen kann über diese merkwürdigen Phänomene, die hier auftreten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.